Zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priestergruppe Abija gehörte. Auch seine Frau stammte aus einer Priesterfamilie, ihr Name war Elisabeth. Beide führten ein Leben, das Gott gefiel, und sie richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen Gottes. Sie waren kinderlos, denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen, und beide waren schon sehr alt. Einmal war Zacharias wieder zum Priesterdienst im Tempel in Jerusalem, weil die Priestergruppe, zu der er gehörte, gerade an der Reihe war. Es war üblich, die einzelnen Dienste durch das Los zu verteilen. An einem bestimmten Tag fiel Zacharias die Aufgabe zu, Gott auf dem Altar Weihrauch darzubringen. So ging er in den Tempel. Während er im Innern des Tempels war, wartete die Volksmenge draußen und betete. Da sah Zacharias plötzlich einen Engel Gottes. Er stand an der rechten Seite des Altars, auf dem der Weihrauch verbrannt wurde. Zacharias erschrak und fürchtete sich. Der Engel aber sprach zu ihm: Hab keine Angst, Gott hat dich erhört. Soll ich erkennen, dass du recht hast? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott, um ihm zu dienen. Er hat mich gesandt, um mit dir zu sprechen und dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zur gegebenen Zeit eintreffen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis es soweit ist. Jetzt warten wir schon eine halbe Stunde. Was macht er denn nur so lange im Tempel? Schau, da kommt er ja. Seid mal still, er will zu uns sprechen. Er bringt ja keinen Ton heraus. Schau, wie er aussieht, ganz verstört. Er hat sicher eine Erscheinung gehabt. Als für Elisabeth die Zeit der Entbindung kam, gebar sie einen Sohn. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten es und freuten sich mit, dass Gott ihr einen so großen Beweis seiner Güte gegeben hatte. Oh, ist der Kleine süß! Ich habe gehört, ihr wollt ihn Zacharias nennen? Frag nicht so dumm. Natürlich wird der Erstgeborene nach dem Vater genannt. Nein, unser Kind soll Johannes heißen. Es ist Gottes Wille. Was? Johannes? Niemand in unserer Verwandtschaft heißt so. Ich bin sicher, Zacharias will, dass wir ihn nach ihm benennen. Hol ihn doch her, er wird euch dasselbe sagen. Das werden wir ja sehen. Hier, Zacharias, schreib den Namen deines Sohnes auf diese Tafel. Schau, was er schreibt.
Johannes. Johannes. Elisabeth, ich kann sprechen. Er kann nicht sprechen. Was mag aus diesem Kind werden? Es ist offensichtlich, dass Gott etwas Besonderes mit diesem Johannes vorhat. Erfüllt vom Geist Gottes, sprach der Vater des Kindes prophetische Worte. Wuchs heran und nahm zu an Verstand. Später zog er sich in die Wüste zurück, bis zu dem Tag, an dem er unter dem Volk Israel offen mit seinem Auftrag hervortreten sollte. Habt ihr schon gehört, dass unten am Fluss ein gewisser Johannes Menschen im Namen des Herrn tauft und ihnen Vergebung verspricht, wenn sie ihre Sünden bekennen? Ja, man hat mir gesagt, dass er einen Mantel aus Kamelhaar trägt und von wildem Honig und Heuschrecken lebt. Aber ich lasse mich trotzdem taufen. Kommt doch mit. Ja, los. Wir wollen diesen Johannes auch mal sehen. Schaut, der da vorne. Das muss er sein. Der sieht ja ziemlich heruntergekommen aus. Aber da, sogar die Pharisäer kommen zu ihm. Sie wollen sofort getauft werden. Passt auf, was er ihnen sagt. Glaubt nur nicht, dass ihr durch eure geheuchelte Frömmigkeit das Himmelreich erlangt. Ihr bleibt ja stecken in eurer Selbstgerechtigkeit. Bei Gott herrschen andere Maßstäbe. Ihr müsst euch und euer Leben wirklich ändern. Wendet euch der Not und dem Leid der Armen zu und lindert sie. Euer bisheriges Leben hat keinen Sinn. Meint ihr, Taufe, Konfirmation, Kommunion und Firmung seien die Fahrkarten zum Himmel? Macht euch mal Gedanken über das, was ihr in der Kirche hört. Ihr hört die Predigt und handelt ganz anders. Helft selber. Es nützt nichts, wenn ihr euch verstellt. Gottes Kinder sehen anders aus. Ihr müsst innerlich umkehren. Regelmäßiger Kirchgang macht noch lange keinen Christen. Leben nach Gottes Gebot ist eben manchmal nicht einfach. Doch gerade das ist wichtig für euch. Keiner von euch kann sich dem Gericht entziehen, auch wenn er noch so viel Geld hat. Wer nicht als Christ gelebt hat, ist vor Gott bankrott. Denkt daran, noch ist es nicht zu spät.
Ohne Taufe keine Bekehrung. Glaubt nicht, dass das alles nur eine Formsache ist. Christus hat genug Macht, euch nicht nur mit Wasser, sondern mit dem Heiligen Geist zu taufen. Ihr werdet ja sehen, wie klein ihr vor ihm seid. Wisst ihr nicht, dass Jesus wirklich jeden durchschaut? Habt ihr vergessen, dass er über alles bestimmt, was mit euch passiert? Ihm könnt ihr nichts vormachen. Er unterscheidet die Frommen von den Frömmelnden. Es hat keinen Zweck, ihn zu täuschen. Um diese Zeit kam Jesus an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Du kommst zu mir, Jesus? Eher hätte ich es nötig, mich von dir taufen zu lassen. Lass es geschehen. Damit tun wir nur, was Gott jetzt von uns verlangt. Da gab Johannes nach. Sobald Jesus getauft war, stieg er aus dem Wasser. Da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Eine Stimme aus dem Himmel sagte: Dies ist mein Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Ihn habe ich erwählt. Wärter, öffne den Kerker.
Ich will Johannes sprechen. Was führt dich hierhin, Herodes? Ich muss mit dir reden. Du weißt, warum du hier sitzt. Ich habe eigentlich nichts gegen dich, aber deine respektlosen Reden konnte ich mir nicht mehr gefallen lassen. Du bist zu weit gegangen. Dein schlechtes Gewissen führt dich zu mir. Du weißt selbst genau, dass du Unrecht getan hast. Du hast die Ehe gebrochen. Deinem Bruder hast du die Frau genommen und sie selbst geheiratet. Auch wenn Herodias mich noch so hasst, nehme ich kein Blatt vor den Mund und werde euch immer die Wahrheit sagen. Du spielst mit dem Leben. Der Täufer Johannes hatte im Gefängnis von den Taten Jesu Christi gehört, darum schickte er einige seiner Jünger zu ihm.
He, Wesir, wer tanzt dort drüben in dem goldbestickten Gewand? Fantastisch. Die musst du doch kennen, König. Das ist Salome, die Tochter deiner geliebten Herodias. Komm her, Salome. Wie du tanzt, gefällt mir. Ich möchte dir eine Freude machen. Hast du einen Wunsch? Ich will dir alles geben, was du willst. Und wenn es das halbe Königreich wäre. Das halbe Königreich erstaunlich. Mutter, hast du das gehört? Was soll ich mir bloß wünschen? Weißt du nichts? Soll ich mir Gold wünschen? Oder Perlen? Oder ein Schloss? Das sind doch nur Kleinigkeiten. Wenn du schon einen Wunsch offen hast, wünsche dir etwas Gescheites. Was nützt aller Reichtum, wenn dieser Johannes, dieser Moralapostel, uns mit seinem Gerede das Leben versauert? Der Kerl muss weg. Wünsch dir seinen Kopf. Ich möchte aber lieber... Sei ruhig. Denk an das Glück deiner Mutter. Herodes, ich habe einen Wunsch. Lass den Propheten Johannes töten. Lass seinen Kopf in einer silbernen Schüssel bringen. Was? Ich soll... Du hast es versprochen. Er hat doch überhaupt nichts verbrochen. Er ist ein frommer Mann und ich habe ihn eigentlich ganz gerne, wenn er auch unbequem ist. Du musst dein Versprechen halten. Gib den Befehl. Henker, komm her. Bring mir das Haupt des Johannes. Die Jünger des Johannes holten den Toten und begruben ihn. Danach gingen sie zu Jesus und berichteten ihm, was geschehen war. Als Jesus das erfahren hatte, verließ er die Gegend und fuhr mit dem Boot an eine einsame Stelle. Aber die Leute merkten es und folgten ihm von überall her auf dem Landweg. Einige Wochen später lässt Herodes sich die neuesten Nachrichten aus dem Reich vortragen. König Herodes, der Wesir möchte euch sprechen. Er hat wichtige Meldungen für euch. Majestät, ich habe keine guten Nachrichten für euch. Stellt euch vor, da behaupten Leute, Johannes sei auferstanden. Meinst du, dass das stimmt? Das ist aber noch nicht alles. Vor einer Stunde kam einer zu mir, der behauptete, Elia sei erschienen. Andere meinten wiederum, einer von den Propheten sei vom Tode auferstanden. Das ist unmöglich. Ich habe Johannes doch selber töten lassen. Das muss ein Betrüger sein, der sich für Johannes ausgibt. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Nimm dir ein paar Leute und schau nach, was da gespielt wird. Als die Jünger weggegangen waren, fing Jesus an, zu der Menge über Johannes zu sprechen. Johannes ist der, von dem es in den Heiligen Schriften heißt, hier ist mein Bote, sagt Gott. Ich sende ihn vor dir her, damit er den Weg für dich frei macht. Thank you.
Musik.